Moin, moin, ihr Party-People und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt. Obwohl, möglicherweise ist es gar nicht so klein im Endeffekt. Wir werden es sehen, denn wir spielen Age of Empires 2 in der HD Edition. Age of Empires 2, ein Spiel aus meiner Jugend? Naja, aus meinen Kindesaltern eher so. Wo wir heute mal ein bisschen reinschnuppern werden, wo ich möglicherweise ein Projekt daraus mache. Dieses Projekt kommt aktuell anstelle des versprochenen Witcher Let's Plays oder Red Dead Redemption Let's Plays, weil, naja, mein OBS macht Mucken beim Aufnehmen von Witcher und Red Dead Redemption. Aus welchem Grund auch immer, bei Witcher bricht die Aufnahme automatisch irgendwie nach 4 Minuten ab. Warum auch immer, keine Ahnung. Und bei Red Dead Redemption kriege ich es einfach nicht hin, das Bild aufzunehmen. Ich wähle beispielsweise, habe ich jetzt keine Fensteraufnahme von diesem Fenster, sondern eine Bildschirmaufnahme von dem Bildschirm. Aber sobald ich Red Dead Redemption anmache, erkennt er den Bildschirm nicht mehr. Wenn ich Red Dead Redemption ausmache, ist der Bildschirm da. Keine Ahnung, was da los ist, liebe Party People. Ich weiß es nicht. Aber Age of Empires 2, ein Strategiespiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals nie gut in diesem Spiel. Ich habe mir das durch den Fallwolf mal so ein bisschen angeeignet. Dem habe ich öfter mal zugeguckt, wie er Age of Empires gespielt hat. Deswegen hoffe ich, dass ich da ein bisschen was mitnehmen konnte. Also, ich bin echt schlecht da drin, denke ich. Wir spielen die Kampagne. Wir fangen an mit The Age of Kings. Das dürften alle Erweiterungen sein, die ich habe. Age of Kings arbeiten uns weiter zu The Conquerors, The Forgotten, The African Kingdoms and The Rise of the Rajas. Rajas, eins von beiden. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wir fangen aber mit The Age of Kings an. So ist es, glaube ich, vorgesehen. Damals, als ich das als Kind gespielt habe, gab es nur die beiden Oberen. The Age of Kings und The Conquerors. Deswegen fangen wir mit The Age of Kings an. Und weil wir natürlich alles mitnehmen wollen, William Wallace, die Lernkampagne machen wir auch. Können wir mal so ein bisschen reinschnuppern. Ich habe dieses Spiel wirklich seit 3-4 Jahren nicht mehr gespielt. Da war ich mal auf einer LAN, da haben wir das gespielt. Ich bin sang- und klanglos untergegangen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit William Wallace, die Lernkampagne. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Ah, es geht noch weiter. Okay, das hier ist aufgeteilt in 7 verschiedene Missionen. Wir fangen an, marschieren und kämpfen. Age of Empires 2 handelt vom Aufbau von Imperien, von Schlachten und Eroberungen. Sie beginnen ganz bescheiden, mit einem kleinen Dorf in der dunklen Zeit. Sie erkunden das Land, um ihre Grenzen auszudehnen. Sie treiben Handel, damit ihre Wirtschaft blüht. Und entwickeln Technologien, um ihr Volk in ein mächtiges Imperium zu verwandeln. Doch der Weg ist nicht immer leicht. Skrupellose Feinde und Rivalen treten ihnen entgegen. Uneinnehmbare Festungen müssen zerstört, Tyrannen zu Fall gebracht werden. Und mit Geschick und ein wenig Glück gelingt es ihnen vielleicht sogar, ein Weltwunder zu erschaffen und ein Imperium zu errichten, das die Zeiten überdauert. Wenn Sie lernen möchten, wie Imperien erschaffen werden, unterstützen Sie unseren ersten Helden William Wallace bei seinem Aufstieg. Von den bescheidenen Anfängen an. Unterstützen Sie uns und lassen Sie ein Abo da. Der verstorbene König von Schottland keinen Thronfolger hinterlassen hat. Von Süden her kündigt sich ein Krieg an. Edward I. Longshanks, der habgierige König Englands, ist inzwischen von seinen erfolgreichen Feldzügen zur Eroberung von Wales und Frankreich zurückgekehrt. Als Longshanks seine Aufmerksamkeit auf Schottland richtet, verbreitet sich im schottischen Hochland Furcht und Schrecken. Die Engländer verfügen über Tausende von walisischen Langbogenschützen, Hunderte von berittenen Rittern und Dutzende von Belagerungswaffen.
Wir Schotten haben nur eine Bande unausgebildeter Soldaten, die noch nicht einmal in einer geraden Reihe marschieren können. Wir müssen jetzt schnell handeln. Wenn wir überhaupt eine Chance zum Widerstand haben, dann nur, wenn wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ein Heer aufstellen. Konnten wir jetzt eigentlich irgendwo mal einen Schwierigkeitsgrad einstellen? Ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad wir spielen. Wird wohl hoffentlich nicht schwerer als Mittel oder sowas sein. Ja, wenn Sie den Anweisungen folgen, erreichen Sie die schottische Ortschaft. Okay. Was sind wir denn? Engländer terrorisieren Schottland und es ist an der Zeit zurückzuschlagen. Aber ach so, kann ich auch noch. Muss jeder von uns lernen, zu marschieren und zu kämpfen. Folgen Sie dem Weg bis zur blauen Flagge. Klicken Sie zuerst auf den Soldaten. Ja, das ist ein Milizsoldat. Klicken Sie jetzt neben die blaue Flagge. Gut. Begeben Sie sich jetzt zur nächsten Flagge. Klicken Sie auf den Soldaten und rechts klicken Sie dann neben die Flagge. Ausgezeichnet. Um zur nächsten Flagge zu gelangen, müssen Sie durch das schwarze Gebiet marschieren. Ich würde jetzt auch ganz gerne mal kurz ein Wort sagen. Ich kann hier mit den Pfeiltasten auf der Tastatur steuern. Wenn ich das hier mit... Oh, shit. Das geht gar nicht mit rechter Maustaste. Mit linker Maustaste kann ich nur markieren. Deswegen geht es wahrscheinlich nur so. Oder ich klicke hier unten auf der Map rum. Das weiß ich noch von früher. Na egal. Wir fangen einfach mal an. Wir laufen mal. Marschieren mal los. Wenn Sie sich in das schwarze Gebiet hineinbewegen, wird mehr von der Landkarte aufgedeckt. Der schwarze Bereich steht für nicht erkundetes Territorium. Das ist schon alles. Gehen Sie jetzt zur nächsten Flagge und Sie werden auf ein paar verbündete Soldaten treffen. Ah! Moin moin, Freunde! Wenn Sie all Ihre Soldaten auf einmal bewegen möchten, können Sie neben die Einheiten klicken und durch Halten der Maustaste einen Rahmen um sie herumziehen. Rechts klicken Sie dann, um die Einheiten zu bewegen. Den hier werden wir zerstören, Freunde. Zur nächsten Flagge zu bewegen. Haben Sie alle Ihre Einheiten bis zur Flagge geschafft? Die Straße vor Ihnen wird von einem englischen Außenposten kontrolliert. Moment. Scrollen Sie zum Außenposten, indem Sie den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand bewegen. Ja, ja, machen wir. Dann auf den roten Außenposten. Rechts klicken Sie auf den Außenposten, um ihn anzugreifen. Ja, machen wir gleich. Jetzt habe ich den Satz vergessen. Hat irgendwas gesagt, um Ihre Soldaten dahin zu schaffen? Oder so? Ist das richtig? Ist das Deutsch? Eigentlich sollte ich wissen, ich hatte Deutsch-LK in der Schule, aber ich bin mir gerade echt nicht sicher. Aber wir greifen jetzt dieses Ding erstmal an. Mal sehen, wie lange wir brauchen, um es zu zerstören, Freunde. Oh, das geht ja eigentlich noch. Ja, das geht flotti. Alles klar. Ja, Party People. Das war's schon. Das sollte die englischen Angreifer aufhalten. Ach so, können wir natürlich auch durch die Gegend schweifen. Ah! Hier ist unser Dorf. Da gehen wir natürlich direkt mal hin. Sehr schön, Freunde. Guck mal, da ist schon die erste Mission jetzt geschafft, oder wie, oder was, oder wo? Warten Sie, die Engländer sind wütend, weil sie ihren Außenposten zerstört haben, um ihr Dorf anzugreifen. Nur keine Panik. Klicken Sie nur auf Ihre Soldaten und rechts klicken Sie dann auf die roten englischen Soldaten, um die ja, anzugreifen. Das mache ich schon. Wenn Sie die feindlichen Soldaten besiegen, haben Sie Ihre erste Schlacht gewonnen. Ja, habe ich. Gut, jawohl! Jetzt wissen Sie, wie Sie gegen das englische Heer ankämpfen können. Ja! Sie haben gewonnen! Jawohl! Die Engländer hatten keine Chance. Gibt es hier sonst noch irgendwas auf der Map? Was denn hier hinten? Ach, das sieht nur so aus. Was ist hier noch Rotes? Hier steht noch ein Milizsoldat. Warum steht hier hinten ein Milizsoldat? Auch nicht schlecht. Ich glaube, der sollte eigentlich zu denen hier gehören, wo die jetzt hier schon tot sind oder so. Wie gehe ich auf die nächste Mission? Wir sind die Kelten aktuell. Okay. Lang lebe der König der Verlierer. Ah, finde ich da mein Lieblingsspruch? Da kann
kann ja meine Oma noch besser kämpfen. Ja, ganz genau. Die Engländer sind halt Schmutz. Plünderparty! Jawohl, eine Party ist immer gut. Wuhu! Alles klar, ja, wie mache ich jetzt die nächste Mission? Okay. Ach da, Spiel. Verlassen Sie mit Klick auf Menü, dann Lauf des Spiel beenden. Okay, machen wir. Schottland verfügt nun über Soldaten, wenn es auch nur wenige sind. Wollen wir jedoch dem habgierigen Edward den Ersten entgegentreten, so brauchen wir wesentlich mehr Rekruten und auch viel mehr Gold in unseren Truhen. Die alten Steine und Eichen, die uns umgeben, werden schon bald vom Blut der Clansmänner getränkt sein. Vom Blut der Clansmänner. Ja. Warum bin ich jetzt hier wieder raus? Ich habe scheinbar... Leute. Ich habe das damals schon mal gespielt. Bin scheinbar bis hier hingekommen. Oder so. Dann hatte ich keine Lust mehr oder so. Da muss ich mir jetzt immer merken, wo wir waren. Ach du meine Güte. Das kann ja was werden. Freunde, es tut mir sehr leid. Das hatte ich noch nicht gespielt. Das hatte ich auch noch nicht gespielt. Naja. Ist aber so lange her. Ich erinnere mich wirklich nicht. Aber die Lernkampagne sollte nicht so schwierig sein. Wir machen einfach mal weiter mit die Versorgung des Heeres. Mit vollem Magen marschiert sich. So oder ähnlich lautet ein altes Sprichwort. Meine Clansmänner sind schon immer Bauern gewesen und haben seit Jahrhunderten Schafe gezüchtet. Es ist jedoch etwas ganz anderes, ein Heer mit Proviant zu versorgen. Ohne einen funktionierenden Handel werden die kümmerlichen Streitkräfte, die wir zusammengewürfelt haben, bald wieder auseinanderbrechen. Ein neues Spiel wird gestartet. Okay, sammle die 50 Nahrungs-, Holz- und Goldeinheiten. Ja. Um das schottische Heer unterstützen zu können, müssen sie ihre Vorräte an Rohstoffen aufstocken. Nicht genug Nahrung. Müssen sie 50 Nahrungseinheiten, 50 Holzeinheiten und 50 Goldeinheiten sammeln. Klicken Sie auf einen Dorfbewohner, um Nahrung von einem Bärenstrauch zu ernten. Ja, okay, wie viel... Klicken Sie dann auf einen Bärenstrauch in der Nähe der blauen Flagge. Ja, jetzt habe ich das schon verstanden. Teil des Bildschirms können Sie erkennen, wie viel Nahrung der Dorfbewohner trägt. Der Dorfbewohner sammelt so lange Nahrung von einem Bärenbusch, bis er 10 Nahrungseinheiten hat. Oh nee, die Dorfbewohner kosten 50 Nahrung. Freunde, es tut mir sehr leid, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich den zweiten Dorfbewohner erstellen kann. Der Dorfbewohner wird für Sie weiterarbeiten und die Nahrung in das Dorfzentrum transportieren. Die Nahrungsmenge, über die Sie verfügen, wird in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt. Zusätzlich zu Ihrem Nahrungsvorrat sehen Sie Ihren derzeitigen Vorrat an Holz. Was muss ich noch sammeln? Dorfbewohner Sie haben. Holz. Desto schneller können Sie Rohstoffe sammeln. Weisen Sie Ihre Dorfbewohner an, Nahrung zu sammeln. Und Gold. Oh, zum Glück habe ich Dorfbewohner gestellt bekommen. Sehr gut. Die können da jetzt das Gold abbauen zu zweit, die anderen das Holz zu zweit und der macht weiter die, wie heißt es jetzt, die Beeren alleine. Könnten möglicherweise gleichzeitig fertig werden. Vielleicht. Wenn irgendwer schneller fertig ist, möglicherweise ist das Holz am schnellsten fertig, dann werde ich da mal ein bisschen umfunktionieren, wer jetzt was macht. Weil das Holz ist gleich durch. Einer kann schon mal mit Gold abbauen. Weil davon braucht man nur noch eins. Und wenn du da jetzt hier gleich fertig bist, kannst du mal eben mit Beeren machen. Genug Holz. Ja, perfekt. Das ist super. Hervorragend. Und du machst jetzt mal mit hier Nahrung. Okay, das bringt jetzt halt eben nicht so viel. Weil er wird eher fertig sein als sie. Gold haben wir auch fertig. Sie super. Genug Gold. Mehr Gold. Gold geht immer, Freunde. Dann sind wir jetzt fertig, weil er bringt die letzten Nahrungsdinger dahin. Super. Sie haben jetzt 50 Nahrungseinheiten. Zum Gewinnen brauchen Sie außerdem 50 Holz. Das ist der richtige Weg, um eine Stadt zu bauen. Klicken Sie zuerst auf einen Dorfbewohner und rechtsklicken Sie dann auf einen Baum, um Holz zu sammeln.
Wenn Sie bisher noch kein Gold gefunden haben, dann suchen Sie in dem Gebiet, das Sie noch nicht erkundet haben. Oh, das ist aber schön. So eine kleine Oase in der Mitte mit so ein bisschen Wasser, damit die Leute auch nicht sterben, ne? Aber es hat gepasst. War jetzt nicht so schwer, ne? War überhaupt nicht schwer, besser gesagt. Laufendes Spiel beenden. Seinem schlechten Ruf gemäß hat Eduard I. in Wales, England und Frankreich seine militärische Taktik demonstrieren können. Sie ist äußerst wirkungsvoll, wenn auch grausam und unbarmherzig. Er ist in der Tat ein fürchterlicher Feind. Die Engländer haben die Stadt Berwick-upon-Tweed geplündert. Ich würde es eher ein Massaker als einen Kampf nennen. Wenn wir unser Heer nicht bald aufstellen, wird es weitere Gemetzel geben. Ich bete, dass wir vor Longshanks eintreffen, damit fertig sein werden. Erstmal eine Fritz-Cola darauf trinken. 50 Euro für die Portokasse? Nein, war ein Spaß. So, machen wir weiter mit das Ausbilden der Truppen. Die Nummer 3. Über die Auseinandersetzungen zwischen Schottland und England entsetzt. Diese Woche haben wir die Stadt Dunbar verloren. Die schottischen Verteidiger lösten die Reihen auf und flohen. Die Engländer haben eine größere und besser ausgebildete Truppe. Um mit ihnen mithalten zu können, brauchen wir neue Rekruten, die mit Speer, Schwert und Bogen kämpfen können. Wir müssen all unsere Schäfer zu Soldaten machen. Ein neues Spiel wird gestartet. Okay, bilden die 4 Milizsoldaten aus. Alles klar, dann sammelt ihr alle doch erstmal Nahrung. Viele Soldaten, um unser Heimatland zu verteidigen. Um zu gewinnen, müssen sie 4 Milizsoldaten erschaffen. Wir beginnen damit, Dorfbewohner. 5 normale Soldaten, Dorfbewohner, genau. Und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Dorfbewohner erschaffen im unteren linken Bildschirmteil. Es dauert ein wenig, so, bis der Dorfbewohner erscheint. Achso. Haben Sie ein Dorfzentrum ausgewählt, gut gemacht. Der Dorfbewohner erscheint in der Nähe des Dorfzentrums. Erschaffen Sie jetzt einen weiteren Dorfbewohner. Boah, das ist ja richtig Gebäude, gewesen, zum Glück. Platz für Ihre Bevölkerung zu schaffen. So, du baust jetzt aber mal eine Kaserne. Klicken Sie auf die Schaltfläche Haus bauen und dann auf die Stelle, an der Sie das Haus errichten wollen. Gute Arbeit. Versuchen Sie, ein weiteres Haus zu errichten. Wenn mehrere Dorfbewohner ein Gebäude errichten, geht es schneller voran. Jedes ja, weiß Haus ich. Kann bis zu 5 Einheiten beherbergen. Die Bevölkerungsanzeige im oberen Teil des Bildschirms gibt Ihnen die aktuelle Bevölkerungszahl an. Genau, helft dem da unten mal. Andere Gebäude werden genauso gebaut wie Häuser. Versuchen Sie, eine Kaserne zu errichten. Hab ich schon. Ist ein Militärgebäude. 1, 2, 3, 4. Jetzt 4 Milizsoldaten brauchen wir. Klicken Sie auf die Kaserne und dann auf die Schaltfläche Milizsoldat erschaffen. Je nachdem, welche Gebäude oder Einheiten Sie auswählen, haben Sie im unteren linken Bildschirmteil verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Das ist eine Milizsoldateinheit. Erschaffen Sie 3 weitere davon und Sie haben genug Soldaten, um dieses Gebiet zu verteidigen und das Szenario zu gewinnen. Klicken Sie auf das mache ich. Und dann noch 3-mal schnell auf die Schaltfläche Milizsoldat erschaffen, um 3 weitere Soldaten in einer Reihe entstehen zu lassen. Das mache ich doch schon. Habe ich doch schon getan. Ich bin halt, also so viel weiß ich doch noch von dem Spiel, dass das halt eben relativ elementar ist und man dazu nicht sonderlich viel können muss, um da die paar Milizsoldaten zu erschaffen. Ja, die Lernkampagne ist halt eben für unser einer relativ easy, muss man sagen. Über einige Soldaten und sind imstande, das Gebiet gegen die Engländer zu verteidigen. Ja. Okay. Champion der Kelten, Errungenschaft freigeschaltet. Jawohl. Huch. Ja, wieder nur eine Oase, wohl. Alles klar. Freunde, dann machen wir mal weiter. Mit den nächsten Misse. Jetzt, da wir an der Grenze entlang Milizsoldaten stationiert haben, sind die Überfälle der Engländer weniger geworden. Doch müssen wir erst noch Longshanks Heer entgegentreten. Der gefährliche englische König wartet noch mit seinen berüchtigten Langbögen auf. Unsere Milizsoldaten konnten uns nur bis hierher bringen. Jetzt brauchen wir besser entwickelte Waffen. Besser entwickelte Waffen. Okay. Forschung und Technologie. Im Süden gehen Gerüchte über einen Riesen um, der
die Streitkräfte Schottlands anführt und dessen Großschwert Land, Männer und Tiere gleichermaßen beherrscht. Wenn dieser sagenumwobene Ritter den Vorschub der Engländer aufhalten kann, gewinnen wir mehr Zeit, um notwendige Waffen zu entwickeln. Schon jetzt stellen unsere Schmiede Schwerter her und unsere Pfeilmacher produzieren Pfeile und Armbrustbolzen. Ja, schön. Und eine schöne Musik im Hintergrund. So, um zu gewinnen, müssen sie zur Feudalzeit voranschreiten und die englischen Angriffe abwehren. Ja, machen wir da mal. Ja, komm, ihr geht mal hier hin. Sie verwenden sehr weit entwickelte Waffen und Rüstungen. Ja, ja. Um zu gewinnen, müssen sie zur Feudalzeit voranschreiten und die englischen Angriffe abwehren. Sie müssen nun selbst einige Technologien entwickeln, damit ihr Volk an Stärke gewinnt. So. Zum Beispiel, was brauchen wir dafür denn noch? Die Entwicklung des Webstuhls schwieriger, ihre Dorfbewohner zu töten. Wenn sie den Webstuhl entwickeln wollen, dann klicken sie auf das Dorfzentrum und schließlich auf ja, die Schaltfläche Webstuhl entwickeln. Webstuhl entwickeln, machen wir. Technologien entwickeln kostet zwar Rohstoffe, wertet aber auch Erfolg auf. Während sie was machst du denn hier unten? Können sie die Dorfbewohner arbeiten lassen. Party People, Alter. Mit den Militäreinheiten das Gelände erkunden. Militäreinheiten? Achso, ja. Die. Bett 4. Ja, du musst dich in Bett 4 legen. Da hast du recht, Kompagnon. So. Was ist denn mit dir? Warum machst du denn nichts? Du bist doch ein Holzfäller, Alter. Was ist mit dir denn los? Du bist jetzt ein Goldabbauer. Kann man hier noch was sehen? Nee. Geh du mal da hin. So. Wann ist denn das fertig? Das ist doch schon fertig. Warum kann ich das nicht weiterentwickeln? Schreiten, sind neue Technologien und Gebäude verfügbar. Zwei Gebäude der dunklen Zeit. Wenn Sie zur Feudalzeit voranschreiten möchten, brauchen Sie 500 Nahrungseinheiten. Jetzt verfügen Sie über genug Nahrung, um zur Feudalzeit vorzurücken. Aber ja, aber ich baue noch zwei Gebäude aus dem aktuellen Zeitalter. Aber ich habe doch ein Haus und eine Kaserne. Und daher müssen Ihre Dorfbewohner nun eine Mühle errichten. Ah, Mühle ist okay. Bin schon dabei. Und daher sollten sie sie in der Nähe ihrer Nahrungsquelle bauen. Ja, ja. Ich glaube, in der Tutorial-Mission ist das nicht so schlimm, dass ich das nicht direkt an der Nahrungsquelle gemacht habe. Von den Bärensträuchern können die Dorfbewohner jetzt Schafe hüten oder Wild jagen. Sie können jetzt aus der dunklen Zeit zur Feudalzeit voranschreiten. Klicken machen sie wir auch direkt. Und klicken Sie dann auf die Schaltfläche zum nächsten Zeitalter voranschreiten. Habe ich schon. Sie befinden sich auf dem Weg in die Feudalzeit. Ich glaube, dadurch, dass ich nur zur Feudalzeit voranschreiten muss. An die Waffen. Die Engländer planen. Oh, die Engländer! The Engländer! Kann ich die Leute hier reinrufen? Ja, kommt mal rein. Ihr werdet gleich alle sterben, sag ich doch. Jetzt, da die sollten sie in der Kaserne ein paar Milizsoldateinheiten mehr erschaffen, um ihre Streitkräfte aufzustocken. Okay. Machen wir mal. Oh, nicht genug Nahrung. Oh, das ist aber schade. Aber 4 Stück schon mal, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ist ein Anfang, sag ich jetzt mal. Ich hätte jetzt gerne einen Mönch, der mich heilen kann. So. Ich soll die englischen Angriffe abwehren. Okay, aber ich bin fast in der Feudalzeit. Wenn bis dahin kein neuer Angriff kommt, dann würde ich mal sagen, habe ich das geschafft, wohl. Ja, Feudalzeit. Glückwunsch. Der beste Weg, Erfolg aufzuwerten, ist es, zum nächsten Zeitalter voranzuschreiten. Neben der rautenförmigen Landkarte im unteren rechten Bildschirmteil befindet sich die Schaltfläche untätige Dorfbewohner. Klicken Sie darauf, wenn Sie die Dorfbewohner ausmachen wollen, die keine Aufgabe haben. Jetzt, welches ist das denn? In der Feudalzeit befinden, können Sie Ihre Milizsoldaten zu Schwertkämpfern weiterentwickeln. Klicken Sie okay. auf die Kaserne und klicken Sie dann auf Schwertkämpfer! Jawohl, das machen wir doch. Jetzt sammel! Die Weiterentwicklung zu Schwertkämpfern werden alle ihre Milizsoldateneinheiten zu den mächtigeren Schwertkämpfern.
Guck mal, was machen wir jetzt? Stadtwache! Ah, können wir nicht. Ja, wir müssen vielleicht so einen Dorfbewohner erschaffen. Ja. Schlechte Taktik gewesen, würde ich sagen. Die Engländer greifen wieder an. Wo? Sie ihnen mit ihren neuen Kriegern eine da! Mission. Los, auf geht's! Du Lutscher! Mach ich fertig. Erst den da. Alle reinkommen, bitte. Die Engländer haben Kriege, keine ebenbürtigen Gegner. Lutscher. Jawohl, ich hab gewonnen. Sehr schön. Laufendes Spiel beenden. Ja. Sogar den legendären Stone of Skun geraubt und sich selbst zum König von Schottland erklärt. Wenn wir nicht bald auf dem Schlachtfeld einen Sieg erringen, werden die schottischen Heere demoralisiert sein und den Kampf überhaupt nicht mehr aufnehmen wollen. Sollte es den sagenumwobenen schottischen Riesen wirklich geben, dann wünschte ich, er würde mit seinen Streitkräften nach Stirling ziehen, wo wir demnächst kämpfen werden. Sehe ich auch so. Nach Stirling. So, auf geht's. Die Schlacht von Stirling, so heißt es auch direkt. Machen wir das doch einfach mal. Das Gefecht ist nun vorbei. Wir bereiten uns auf einen echten Krieg vor. Der Schurke Longshanks steht bereit, um den Fluss Forth zu überqueren und die Stadt Stirling mit einem Heer aus bewaffneten Männern, schwerer Kavallerie und einer Vielzahl von Bogenschützen zu bedrohen. Unser neu aufgestelltes Heer marschiert in Richtung Süden. Dort will es seinen eigenen Stützpunkt errichten und die Engländer angreifen, bevor diese marschbereit sind. Okay, ein neues Spiel wird gestartet. Besiegen Sie das englische Heer und zerstören Sie dessen Turm. Okay. Es wird Zeit, eine Offensive zu starten. Die Engländer haben in der Nähe der Stadt Stirling eine Militärstellung. Wenn wir die Engländer hier besiegen können, überlegen Sie sich Ihren Übergriff auf Schottland vielleicht noch ein. Um zu gewinnen, müssen Sie den englischen Turm im Westen zerstören. Im Westen, also hier drüben. Wenn wir den Westen angreifen können, müssen wir unsere Streitkräfte aufstocken. Ja, das machen wir doch. Nahrung und Holz sammeln. Dann meint er schon. Sind zwar schlechte Kämpfer, können aber sehr weit sehen. Mit Hilfe der berittenen Speer können sie den restlichen Teil der Landkarte erkunden und die Engländer aufspüren. Erschaffen sie weiterhin Dorfbewohner in ihrem Dorfzentrum, bis sie insgesamt 10 davon haben. Ja, okay. 1, 2, 3, 4. Schneller werden ihre Rohstoffe anwachsen. Noch 2, dann habe ich 10. Alles klar. Okay. Okay, hier schon mal ein Haus gebaut. Den Hügel mit dem abgestorbenen Baum geschützt. Es wäre vernünftig, dort einen Wachturm zu errichten. Ist das hier? Wenn sie erst einmal zur Feudalzeit vorangeschritten sind. Okay, das ist der Hügel mit dem abgestorbenen Baum. Wo sich neue Einheiten sammeln sollen. Indem sie einen Sammelpunkt setzen. Bei Dorfbewohnern müssen sie auf das Dorfzentrum und dann auf die Schaltfläche setzen. Ja, kenne ich. Okay. Das bedeutet, du baust mir jetzt aber gleich eine Kaserne. Alla. So. Du bist da, du machst Nahrung. Du bist da und machst mit Holz. So. Du hier oben. Wir schaffen sie weiter in Dorf. Ja. Dorfbewohner eine Mühle in der Nähe der Bärensträucher. Okay. Du machst das gleich. Ja. Mühle. Genau daheim. Dann passt das nämlich super gut. So, und ihr baut jetzt einfach mal ein Holzfällerlager in der Nähe der Bäume. Wie wär's denn damit? Weil dann könnt ihr nämlich da auch Holz hacken, dann braucht ihr nicht so weit zu latschen. Sie sind auf ein paar Schafe gestoßen. Schafe sind eine gute Nahrungsquelle. Schicken Sie also die Schafe zurück in Ihr Dorfzentrum und weisen Sie den Dorfbewohner an, sie zum Nahrung zu verarbeiten. Ja.
ein Thema. Sie können Erfahrung sammeln, wenn Sie Fischkutter bauen. Um Fischerkutter zu bauen, müssen muss ich einen Hafen bauen. Den Gewässern im Süden anlegen. Erstmal Webstuhl. Nimm Fischerkutter. Alles klar, das kriegen wir gleich hin. Du machst mal diesen Bereich hier auf. Jetzt brauche ich aber jetzt gleich nochmal 4 Dorfbewohner, weil ich brauche auch noch Gold. Oh, hier ist ein Weg übers Wasser. Nee, doch nicht. Ich brauche nämlich noch Gold, um hier ne? Sehe ich auch so. Mir fehlt's gerade. Brauchen wir noch Gold bestimmt, um hier ein bisschen was bauen zu können. Und daher nehmen wir jetzt auch noch das Gold mit. Du machst da mit. Nahrung brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen jemanden, hä? Oder? Du machst. Warum geht eigentlich? Mach mal ein bisschen Holz. Holz. Holz ist gut. So, du hast hier weiter nichts entdeckt. Wir können Nahrung sammeln, wenn sie Fischkutter bauen. Dann baust du jetzt mal einen Hafen. Genau dahin. Madame. So. Können wir zu. Da sammeln wir jetzt mal 500 Nahrung. Und dann passt es. Wenn Ette vorangeschritten ist. Oder sollten wir erstmal uns auf die Verteidigung konzentrieren? Ach ja, komm. Wir machen mal erstmal die Verteidigung. So viel wie geht, 4 Soldaten. Das ist schon mal ein Anfang. Klicken Sie jetzt auf den Hafen und bauen Sie einen Fischkutter. Noch 2 Stück, die können Nahrung sammeln. Und jetzt sammle ich die Nahrung für den Fortschritt in die Feudalzeit, würde ich sagen. Hier müsste der erste Fischkutter ja gleich fertig sein. Klicken Sie auf einen Fischkutter. Und rechtsklicken Sie dann auf einen springenden Fisch, um zu fischen. Ja, machen wir doch schon. Selbsttätig Fische fangen und sie dann zu werden kaufen. Mehr Häuser benötigt. Auch für Entdeckungsreisen zu gebrauchen. Okay. Mach hier mal 1, 2, 3. Bauen Sie eine Kaserne und erschaffen. Hab ich doch schon. Soldaten, um ihre Dorfbewohner verteidigen und die Landkarte erkunden zu können. Okay, noch ein mehr, dann hab ich nämlich 5. Aber er muss erstmal Häuser bauen. The Dude. So, ihr könnt weiter Nahrung sammeln. Das ist schon mal super. Dorfbewohner können auch Felder anlegen. Legen Sie 4 Felder in der Nähe Ihrer Mühle an, wenn die Beerensträucher abgeerntet sind. Auf jedem Feld braucht nur ein Dorfbewohner zu arbeiten. Ja, okay, das können wir dann machen, wenn das abgeerntet ist. Das ist okay. So. Einen Milizsoldaten gibt's dann noch. Sehr schön. Auch wenn du ein schlechter Kämpfer bist, gehst mal zu den Soldaten, weil ein bisschen mehr schadet nicht. Zusammen haben, dann können sie sich in ihr Dorfzentrum begeben und zur Feudalzeit voranschreiten. Das werden wir dann auch gleich machen. An, falls sie über zu wenig Nahrung verfügen. So, und du wirst jetzt schon mal ein Feld anlegen. Nämlich hier. Das ist schon mal gut. Dann kann er, auch wenn wir noch Sträucher haben, aber ist jetzt soweit, glaube ich, nicht schlimm. Aber wartet mal, bevor das hier endet. Oder verdirbt oder sowas. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wollen wir mal hier den dazu bringen. Und von der Nahrung haben wir jetzt gleich zusammen, können wir gleich in die Feudalzeit, meine lieben Freunde. Noch einen noch. Jawohl, ab in die Feudalzeit. Und dort können wir dann
diesen Wachturm bauen. Oh, da komm, geh ich nass. Um ihre Dorfbewohner zu schützen, können sie diese mit Hilfe der Dorfglocke in ihr Dorf zerstören. Okay, Dorfglocke. Glocke! Freunde! Klicken Sie dann auf Dorfglocke. Ja, genau. Bett 4. Jawohl, komm. Gut, Sie haben den englischen Angriff abgewehrt. Wenn Sie sich im Dorfzentrum Dorfbewohner befinden, dann lassen Sie die Dorfglocke noch einmal läuten und schicken Sie sie zurück an Ihre Arbeit. Hab ich. So. Ich muss warten, bis die Feudalzeit fertig ist. Ich mache mir aber erstmal neue Soldaten. Ja, nochmal 3 Soldaten mehr. Kann ja nicht unbedingt schaden, ja. Ey, Freunde. Nur weil ihr jetzt alles abgeerntet habt, heißt das nicht, dass ihr chillen dürft. So, da einmal. Da einmal. Da einmal. Wieder noch einer rum? Da Sie sich in der Feudalzeit befinden, sollten Sie in erster Linie einige Soldaten erschaffen, um den Feind bekämpfen zu können. Sie brauchen mindestens 12 davon. Denken Sie daran, Sie können in der Kaserne Ihre Milizsoldaten zu Schwertkämpfern weiterentwickeln. Sie sollten aktuell nicht weiterentwickeln, wenn sie es sich leisten können. Okay, Gold brauchen wir gerade am wenigsten. Hab doch gesagt, ich soll hier einen Wachturm bauen, hä? Hier oben. Den baue ich mal eben hier oben hin. Transportschiff, Handelskogge und Galeere. Eine Galeere ist ein Verteidigungsschiff, weil. Oh, nur eins. 3 Stück, auch wenn das vielleicht nicht so viel bringt. Wissen Sie nicht, die Landkarte weiter zu erkunden. Ach Quatsch. Quatsch mich nicht voll. Ja, komm. Oh, du brauchst auch eine neue Beschäftigung. Dann mach du mal hier. Achso. Du bist die ohne Arbeit. Machst du auch das Gleiche? Ja, du machst auch ein Feld. Nahrung. Befinden sich in der Nähe des englischen Stützpunktes. Oh Gott. Reißen Sie deren Befestigungen aber erst dann nieder, wenn Ihr Heer etwa 12 Mann stark ist. Sie haben jetzt genug Stützpunkte, um den englischen Stützpunkt angreifen zu können. Attacke! Lassen Sie Ihre weiter arbeiten. Nur für den Fall, dass Sie Verluste erleiden und mehr Streitkräfte erschaffen müssen. Gut. Ihr Wachturm wird auf feindliche Einheiten schießen und ihnen dabei helfen, ihr Dorf zu beschützen. Okay, den habe ich schon mal. Das bedeutet, ich kann aber gleich meine Galeeren mitnehmen. Ich muss unbedingt weiter Einheiten produzieren. Und die muss ich die ausbilden zum Schwertkämpfer. Stadtwache erhöht die Sichtweite aller Gebäude um 4. Jo, machen wir mal. Alles klar. Ist das? Ja, auch das ist wichtig und richtig. Verlehren. Kann ich damit überhaupt hier was anfangen? Leute, schweset ja nicht, ne? Was haben wir denn hier? Fährten lesen. Die Infanterie hat plus 2 Sichtweite. Nee, das brauchen wir nicht. So. Okay. Jetzt brauche ich aber mal gerade einen Dude, der hier nochmal 1, 2, 3 Häuser baut. Damit ich auch absolut genug Platz habe am Ende, meine lieben Party People. So. 19:08 haben wir. Ich muss bald los. Das ist wahrscheinlich heute die einzige Folge, die ich aufnehme. Ich würde eigentlich gerne noch mehr Folgen heute aufnehmen. Aber die Waffen und Rüstungen in der Schmiede weiterzuentwickeln. Sie haben doch eine Schmiede, oder? Schmiede? Habe ich ja voll vergessen. Äh.
Ja, natürlich habe ich eine Schmiede. Ups, das ist kaputt. Klar habe ich eine Schmiede, Leute. Bin hier nicht von gestern, ne? Was beiseite. Wenn die Schmiede fertig ist, baust du mir. Aber bitte. Ach du Scheiße, 175 Holz. Ich glaube, ich brauche nochmal. Hier Dorfbewohner. Und du fällst mir jetzt mal Holz. Ja, super. Da gebe ich dann auch wieder so viel Holz aus. Komm hier. Du machst auch Holz. Du machst Infanterie haben Angriffsstärke plus. Ja. Das machen wir. Die Sichtweite ist mir egal. Du machst ebenso Holz. So. Ich möchte die schon gleich angreifen, aber noch nicht jetzt, weil tut ja noch nicht Not, nicht wahr? So. Infanterie hat Durchschlagspanzerung. Ja, machen wir auch. So, du machst jetzt auch nochmal damit. Und du baust mir bitte einmal eine Schießanlage, die ist hier unten. Was ist damit? Ja, du machst das auch mal hier. Und du machst ein neues Feld. Ach du Scheiße. Ich würde mal behaupten, da hier ist noch ein Feld komplett abgeerntet. Dann habe ich erst recht wieder keinen Puls. Ein Teufelskreis, Freunde. So. Ja, da oben ist es schon abgeerntet. So. Du machst hier das. Ihr macht aber genug Holz momentan. Das ist schon mal wirklich super. So, du machst. Gehst mal hier weiter dran. Das war wahrscheinlich total unnötig, dass ich das gemacht habe. Und jetzt baust du gleich noch einen Stall. Kannst du irgendwas? Holz brauchst du. Das ist wirklich ein Teufelskreis, Freunde. Kannst du noch was an Nahrung und Holz? Aber du willst auch Nahrung und Holz. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. So. Bogenschützenrüstung, ne? Befiederung, ja. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Die Befiederung stärken. Weil wir jetzt gleich hier Bogenschützen formieren werden. Und hier kommt noch ein Stall daneben. Ja, die werden auch gleich abgeerntet sein, die Felder, hä? Nicht? Mensch, Sachen gibt's. So. Ihr werdet jetzt das Holz und Gold. Nochmal 5. Jetzt habe ich wieder kein Holz mehr. Muss kurz warten, Freunde. Ja, und du machst auch gleichzeitig mit Holz. Berittene Speer. Wow! Okay, die brauche ich tatsächlich nicht. Aber hier. Das machen wir noch. Ja, die Folge wird ein bisschen länger. Wir sind bei einer Dreiviertelstunde fast. Im Tutorial. Ja, ich halte mich hier so ein bisschen auf. Weil ich will die einfach nur überrennen. Ja. So. Sobald ich jetzt hier noch so viel, wie ich davon kann, gemacht habe. Oh. Freunde.
Fällt mir gerade auf. Ich brauche noch hier zwei Häuser. Und dann kann ich loslegen ins große Gefecht. Können denn meine Galeeren hier unten schon mal etwas anfangen zu zerstören? Oder komme ich da überhaupt nirgends dran? War das echt voll für die Katz, dass ich die erstellt habe? Scheint tatsächlich so. Oder war da? Hier ist Küste. Freunde, hier ist Küste. Ja, Wölleck! Mein, bringt jetzt auch nicht so viel, ne? Aber, hey, Kleinvieh macht auch Mist. Dann kann ich nämlich hier unten durchmarschieren. Brauche ich mich nicht hier irgendwie aufhalten, das hier kaputt zu machen. Macht einfach mal direkt weiter mit dem nächsten Teil. Sehr schön. So, die Plänkler gehen ein bisschen schneller. Ja, 46 Minuten haben wir bereits von diesem Part. Wie gesagt, der wird ein bisschen länger. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ich will sie, wie gesagt, einfach überrennen. So, haben wir noch einen haben wir noch eine Pipeline. Wenn der da ist, marschieren wir los, Freunde. Okay, die Felder, ja, das ist mir eigentlich relativ egal. So, fertig bist du. Die Landkarte weiter zu erkunden. Nein! Habe ich jetzt gerade kein Interesse dran, tut mir echt leid, ne? Hier, komm mal hier hin. Mach mal weiter, das Ding kaputt hier. Warte mal, kannst du das Haus hier zerstören? Kommst du dran? Ja! Zumindest zwei davon. Der dritte nicht. Kommen jetzt alle dran? Ja, jetzt kommen alle dran. Sehr schön. Das freut mich. Die Türme, sie sind mir egal. So, meine lieben Freunde. Ah, hier sind sogar Soldaten. Hallöchen. Ja, ich werde angegriffen, das weiß ich. Kann ich jetzt einfach so diesen Turm zerstören? Oder sollte ich das besser nicht tun? Weil der ist ja ziemlich mächtig, der Turm. Hier drauf! Der Turm ist gar nicht mächtig. Komm! Stürzt ein, jawohl. Sie haben das englische Lager zerstört. Ach, das war das Ziel? Die Schlacht bei Stirling mit einem Sieg für die Schotten enden wird. LOL. Sie haben die englischen Soldaten ausgeschaltet. Zerstören Sie jetzt den Turm und Ihr Sieg ist komplett. Jetzt ich hab den Turm schon zerstört, Leute. Innerhalb des Zeitalter voranschreiten und ihre Feinde aufmachen und bekämpfen können. Sie haben also die notwendigen Grundlagen, um ein Zufallskartenspiel zu versuchen. Ja! Errungenschaft freigeschaltet. Feind der Briten! Ja! Ich wusste nicht, dass es nur darum geht. Das wäre ja auch zu einfach gewesen vorher, ne? Ja! Freunde! Können wir uns noch die Endsequenz an von dieser Mission? Die Schlacht bei Stirling war unser erster großer Sieg. Gerade als wir unsere Position an der Küste gefestigt hatten, erreichte uns die Nachricht, dass die Stirling-Brücke verteidigt worden war
und zwar von einem schottischen Heer, angeführt von dem mysteriösen und sagenumwobenen Ritter. Jetzt kennen wir auch seinen Namen. Sir William Wallace, der Bezwinger der Engländer. Eduard I. nennt Wallace einen Verräter und Verbrecher. Sir William entgegnet, dass er kein Verräter sein kann, weil er nie einem englischen König den Lehnseid geleistet hat. Mit William Wallace als Anführer kämpfen die Männer nun mit neuer Energie. Vielleicht ist unsere Pechsträhne damit beendet. Ja, liebe Freunde, ist die Pechsträhne damit beendet? Ein Bündnis eingehen. Damit machen wir beim nächsten Mal weiter, liebe Leute. Liebe Party People, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt eure Kritik bitte gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr offen für. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und ich hoffe einfach, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, wenn wir weitermachen mit sechstens ein Bündnis eingehen. In Age of Empires 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Klingt wie bei Gronkh. Naja, sollte es aber nicht sein. Gehabt euch trotzdem wohl, ihr lieben Partypüppel. Bis dahin.